Servus Leute, hier ist euer DC Besser nach einem brandneuen Video. Mortal Kombat 5 ist angesagt. Nein, natürlich nicht. Heute spiele ich ein neues Spiel und zwar Critical Ops Alpha. Dieses Spiel ist noch nicht für iOS offiziell verfügbar, sondern es ist eine Alpha, wie gesagt, und denn auf iOS ist sie closed, also da muss man eingeladen werden, währenddessen sie im Android Store schon für jeden verfügbar ist. So, wie habe ich es bekommen? Ich habe Critical Ops auf Twitter angeschrieben, gefragt, ob sie mir nicht irgendwie einen Code zukommen lassen können, weil ich das gerne anspielen würde und das auf YouTube zeigen möchte. Und dann sagen sie, okay, gut, machen wir. Kannst du einen Code haben, der dauert 30 Tage, mit dem kannst du spielen, fertig, aus. Fand ich sehr nett von ihnen, richtig korrekt. Und dementsprechend spiele ich natürlich auch gerne dieses Spiel. Also nicht nur, weil ich es bekommen habe, sondern auch, weil es Spaß macht. Dieses ganze Spiel basiert sozusagen auf CSGO. Muss man einfach so sagen, ist einfach so. Momentan schauen wir zu, weil die Bombe noch nicht entschärft worden ist oder noch nicht alle vom gegnerischen Team getötet worden sind. Ich weiß gerade auch nicht, warum das so laggt. Wir sind echt bei 60 FPS. Und zwar, wir spielen grafisch-technisch auf Ultra. Dementsprechend sind auch die ganzen Sachen, also die ganzen Umgebungen, schärfer als normal. Gut. Jetzt steigen wir hier ein und jetzt können wir uns am Anfang gleich mal Waffen kaufen. Ich bin der Fan von der MP7 und ich mag es mir, hier auf oben noch alles zu holen. Die Gear, also eine Rüstung und eine Granate, weil ich stehe auf Granaten. Weil ich auch eine bin, hurra. Und ich habe gerade einen hohen Ping, das seht ihr daran, dass die Feinde, also dass meine Teammates übelst laggen. Jetzt schmeiße ich immer erstmal die Granaten hier rein. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob hier hinten immer welche langkommen. Ich mache es trotzdem, weil ich es gern mache. Und jetzt laufe ich hier vorsichtig runter. Beziehungsweise ich bleibe meistens sogar, bin ich recht defensiv und campe, weil man stirbt extrem schnell. Das muss man einfach sagen. Man stirbt so übertrieben schnell und man respawnt ja nicht in der Runde. Also man ist dann für die ganze Runde tot und das mag ich nicht so gern. Wir haben auch einen Ping von 95. Und hier ist normalerweise eine der Plätze, wo dann die Feinde kommen. Ah, scheiße, die Bombe wurde gelegt, das habe ich gar nicht gesehen. Alter, fuck, ich habe es überhaupt voll verplant gerade. Ich habe gerade nicht gecheckt, dass die Bombe gelegt worden ist. Oh je, das war doch scheiße. Und da noch mit meinem Ping. Wobei mein Ping eigentlich gar nicht so schlecht ist. 153. Ja, okay, ist doch schlecht. Gut, und ich möchte eben euch heute mitnehmen auf die Reise, dieses Spiel anzuspielen, auch wenn ich gerade übel verkackt habe. Also, ich muss sagen, ich habe das Spiel noch ungefähr nie gespielt. Ich habe es irgendwann die Woche bekommen. Ich hatte gar keine Zeit, es anzuspielen. Ich habe noch nicht mal 100 Kills gemacht. Ich bin gerade bei meinem ersten Versuch, hier mal ein Gameplay oder sowas zu erspielen. Ich weiß nur so grundlegende Sachen, wie dass man schnell stirbt. Und das war es dann schon. Fuck, ich habe mich, glaube ich, selbst gebankt. Selbstbanger. Hier kommen sie, glaube ich, auch ganz gern. Fuck, da unten waren welche. Scheiße, ich bin im Arsch. Da vorne kommen auch welche, oder? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das, was ich richtig cool finde, es ist ein 10 gegen 10 möglich. Also 20 Leute auf einer... Oh, übelstes Aim. 20 Leute auf einer Map. Leute, das ist doch übertrieben geil. So viel. Und es gibt momentan, muss ich sagen, drei Maps. Das eine ist Amsterdam, das spielen wir gerade. Dann gibt es noch Barcelona und Tokio. Tokio gefällt mir am besten, was ich so bisher gesehen habe. Aber, ja, das spielt irgendwie nicht so viel. Ich weiß nicht, die Map mögen, glaube ich, nicht so viele. Was ich ein bisschen schade finde. Barcelona wird auch recht gern gespielt, aber meistens irgendwie wird Amsterdam gespielt. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich kann auch keine Games hosten auf iOS. Ich kann nur beitreten. Ja, so ist es momentan. Und es gibt aber eine recht große Auswahl an Waffen, das können wir uns dann gleich mal anschauen. Bei uns leben noch 11, glaube ich. Ich bin Counter-Terrorist, oder? Ich weiß nicht genau, was ich bin. Waffen sind meines Erachtens, finde ich, recht gebalanced. Man kann mit jeder Waffe eigentlich ganz gut spielen. Finde ich zumindest. So. Nachladen dauert immer recht lang, habe ich festgestellt. Scheiße, waren hier viele, ich hätte echt hier lang gehen müssen. Jetzt wurde gerade Seite gewechselt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es wurde Seite gewechselt. Dementsprechend haben wir jetzt nicht mehr so viel Geld wie vorher, sondern starten mit einer Pistole. Und ich mag die Pistole recht gern. Boah, Kopfhörer raus. Laufen wir mal hier lang.
dass wir nicht allen nachlaufen und die vielleicht hier ein bisschen flankieren können. Ah, wir haben einen geholt. Da ist noch einer. Da sind noch welche. Noch viel, viel mehr. Noch einen geholt. Jetzt haben sie mich gesehen. Da ist noch einer jetzt. Bam, Mann, Leute, wir haben gerade übel viel geholt. Übel der Feed hier gerade gewesen. Also in Anführungszeichen Feed. Also Leute, ihr dürft jetzt echt nicht zu viel von mir erwarten. Ich weiß, es gibt Leute, die haben das schon tausendmal gespielt. Die sind auch übelst die Pros, weil es auf Android ja schon ewig raus ist. Ich habe dieses Spiel wirklich noch nicht lange. Ich habe es wirklich noch nicht viel gespielt. Und dementsprechend dürft ihr auch wirklich nicht von viel von mir erwarten. Wir spielen jetzt hier ein paar Runden. So zwei, drei habe ich vor. Und dann ist das Ganze schon wieder vorbei. Dann habt ihr sicher auf jeden Fall schon mal einen Eindruck bekommen. Ich weiß auch gar nicht. Es sind noch drei. Fuck, Mann, ich hab verkackt. Aber ich hab ihn auch noch getroffen. Ich habe gerade einige geholt, würde ich sagen. Ja, 7-2. Wie viel hatte ich davor? Ich glaube, einen hatte ich davor. Das heißt, ich habe 6 die Runde geholt. Das finde ich ist eine ganz gute Runde. Ah, er hat verschissen. Das heißt, gegen dich hat gewonnen, weil wir sind die Terroristen. Jetzt hol ich mir wieder mein SMG und die Gear. Und dann geht das schon mal übel ab. Wir holen uns noch eine Frag zum Werfen. Und jetzt müssen wir herausfinden, wo die Feinde sozusagen campen. Ich werfe mir hier gerne eine Granate rein. Dann laufe ich da auch nach normalerweise. Aber immer erst alles abchecken. Weil die könnten ja hier überall campen. Also das Spiel ist halt recht defensiv. Es ist lang nicht so wie Modern Combat, muss man einfach sagen. Und dementsprechend ist auch meine KD lang nicht so gut. Also, ich habe glaube ich eine 2er-KD oder so zum Dreh. Also echt nichts super Gutes. Wobei ich das gar nicht mal so schlecht finde. Ich habe einen geholt. Fuck, von hinten. Turn-on hat nicht geklappt. Aber jetzt haben wir ihn geholt. Sehr gut. Jetzt sind sie alle hinten. Es sind noch übelst viel von denen am Leben. 4 Stück, das ist echt viel. Für das, dass wir nur zu dritt sind. Fuck, er hat so... Oh, verdammt. Aber ich habe ihn auch noch geholt. Uns gegenseitig erfolgreich getötet. So, jetzt holen wir uns wieder unsere SMG, die MP7. Holen uns wieder unsere Gear. Bam, alle Granaten durch. Fertig. Oh, da war einer. Scheiße. Aber er hat mich nicht gesehen, zum Glück. Boah, noch viel mehr. Noch viel, viel mehr sind da. Aber ich habe ihn wieder geholt, Mann. Wie schlecht sind die denn? Die wissen, dass ich hier bin und treffen mich nicht. Bett auf einmal hier Teammates mich unterstützt haben. Das ist natürlich mega geil. Ah, okay. Ich gehe jetzt hier weg. Ich habe keinen Bock hier zu sterben. Ein Leben. Wird eine spannende Angelegenheit. Jetzt muss ich muss eigentlich übelst defensiv spielen. Sonst bin ich voll im Eimer. Aber deshalb versuche ich jetzt einfach die von hinten. Okay, fertig. Haben wir gewonnen. Wir sind doch schon fast bei 10 Minuten. Dementsprechend, das ist die letzte Runde, die ich mache und dann sind wir fertig. Wir wechseln jetzt noch einmal Waffe hier, M4, habt ihr gesehen. Oh, hier, was man sich alles kaufen kann. SMGs, Assault Rifles, Shotgun, Sniper, alles was man will, alles was das Herz begehrt. Es sind bisher glaube ich um die 20 Waffen auf jeden Fall. Wir laufen jetzt einfach mal eine andere Route, weil ich ja sonst immer die gleiche gelaufen bin. Und hier ist schon der erste. Wow, das war knapp. Hat mich angehittet, sobald ich das gesehen habe. Gegenseitig ist einer. Den habe ich auch geholt. Nice, Mann.
Ich weiß nicht, ob ich einen Assist bekommen habe oder ob ich ihn komplett geholt habe. Oh Mann, Alter, ich habe den Schussknopf nicht getroffen. Manchmal treffe ich einfach den Schussknopf nicht. Aber ich habe sowieso ziemlich scheiße gespielt, muss ich sagen. Aber im 15-4 finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Wir sind bei Runde 16, es geht ja bis Runde 24 normalerweise. Außer es ist eine Modified Lobby. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so die Motivation hier, so viele Runden durchzuspielen. Deshalb, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade Bock auf noch eine. Und dann könnt ihr mir ja so in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht, ob ihr das Spiel schon gespielt habt, ob es euch gefällt, ob ihr mehr in Zukunft davon wollt, was für geile Techniken es gibt, die ich noch nicht kenne sozusagen. Und alles so dieses um den Dreh. Ich bin da natürlich gern offen, ich habe ja keine Ahnung von dem Game. Das habe ich ja schon mehrmals offiziell bestätigt. Da ist einer. Fuck. Alter! Voll unnötig. Okay, das war jetzt scheiß tot am Ende, vor allem die zwei letzten. Aber gut. So, ich würde mal sagen, ihr haut mir eure Meinung mal in die Kommentare, wie weit ihr das in Zukunft sehen wollt, wie ihr es findet, ob es euch gefällt, ob ihr es selbst schon gespielt habt, ob es geile Taktiken gibt und so weiter und so fort. Klatscht mich einfach voll. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn euch das Spiel gefallen hat und das Video natürlich gerne einen Daumen hoch da lasst. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.